Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir, eurem Bohumi. Direkt im Schlachtfeld sozusagen und natürlich in aller Munde ist der neueste Patch 3.5. Und der hat natürlich wahnsinnig viele Änderungen mit sich gebracht, wobei man diese Änderung auch ein wenig unterteilen muss. Ich habe das Ganze mal getan in diesem Patch Rundown und da geht es natürlich zum einen um die neue Physik mit der neu eingeführten Handbremse, die natürlich wahrscheinlich schon für viele zu einigen sehr lustigen oder auch frustrierenden Momenten geführt haben muss. Dazu natürlich noch die Balance-Änderungen an sehr, sehr vielen Panzern, da hat sich sehr, sehr viel getan. Dazu noch die Einführung der einiger oder sehr, sehr vieler neuer HD-Modelle, wodurch dann auch sich bestimmte Panzerungswerte an den Panzern dementsprechend geändert haben. Gleichzeitig dazu hat sich natürlich auch die Optik vieler Panzer mit geändert mit dieser Einführung dieser neuen HD-Modelle. Dann natürlich noch die Einführung der niegelnagelneuen oder besser gesagt überarbeiteten Minikarte, die jetzt ein ganzes Stück mehr Infos für euch bereithält, wenn ihr dann auch mal einen Blick im Gefecht auf die Minikarte riskiert. Und dazu noch als letzten Punkt noch die Einführung neuer Kartenmodi, wie zum Beispiel jetzt LH-Luft-Krieg oder auch die Überarbeitung von Karten, wie zum Beispiel Minen, die jetzt optisch einen ganz anderen Eindruck macht und auch dazu natürlich wieder einige Fehlerbehebungen bzw. optische Ausbesserungen an bestimmten Karten, wie zum Beispiel das Entfernen von schwebenden oder falsch angezeigten Objekten, beziehungsweise auch an Panzern, falsche Kollisionsmodelle, je nachdem. Da gab es ja auch einige Änderungen, obwohl ich auch manche Änderungen nicht verstehen muss, wie zum Beispiel, dass sie das extra noch mit reinschreiben. Bestes Beispiel für mich, wappelnde Teile entfernt. Kein Mensch weiß, was das ist. Da haben sie sich wahrscheinlich wieder einen Spaß erlaubt. Die Leute, die Patch Notes geschrieben haben, oder auch die Änderung, dass das Wasser jetzt nicht mehr in entgegengesetzte Richtung des Windes sich bewegt. Ganz toll. Ich habe das vorher nie mitgekriegt, habe nie drauf geachtet, aber ganz wichtig, dass das natürlich mit erklärt werden muss. Aber gut, so viel jetzt zu der Einteilung und da fange ich natürlich gleich mal direkt an und zwar mit der überarbeiteten neuen Minikarte. Denn diese Minikarte gibt euch jetzt nun wirklich Tonnen an Informationen, die ich persönlich total super finde und ich hoffe auch, dass es einen positiven Effekt auf das Spiel an sich haben wird, was die einzelnen Spieler angeht. Denn zum einen, was sehen wir nun auf der Minikarte? Wie zuvor eigentlich auch, habt ihr immer noch diesen Kreis um euren Panzer, diesen kleinen Kreis um euren Panzer drumherum. Dieser Kreis ist jetzt halt gestrichelt von hier aus und er ist weiterhin der sogenannte Proxy-Spot. Das heißt, alles, was innerhalb sich dieses Kreises befindet, dieses kleinen Kreises um euren Panzer, wird automatisch gespottet. Egal, ob das hinter einem Haus ist oder hinter einem Hügel, Stein, sonst was. Dazu dann neu hinzugefügt ist ein sehr, sehr großer Aufklärungskreis, so nennt er sich. Und er ist letztendlich dafür an, er zeigt euch an, die maximale Aufklärungsreichweite eures Panzers. Das heißt, alles, was an Gegnern sich innerhalb dieses Aufklärungskreises befindet, kann euch spotten. Ich betone auch wirklich kann, denn das wird nicht beeinflusst durch zum Beispiel Büsche oder Bäume. Das heißt, wenn ihr in einem Busch steht, hinter Bäumen, was auch immer, hat das keinen Einfluss darauf, ob ihr innerhalb dieses Aufklärungskreises gespottet werdet, beziehungsweise auch wenn jetzt der Gegner hinter einem Hügel ist, in großer Entfernung oder hinter Häusern, kann er euch genauso wenig aufmachen. Das ist nur die Möglichkeit, dass alles, was darin sich befindet, euch aufklären kann. Gleichzeitig ändert sich auch dieser Aufklärungskreis und zwar mit Hinblick darauf, was ihr selber an Zubehörteilen oder auch Mannschaftsperks auf eurem Panzer verbaut habt, beziehungsweise wie ihr eure Mannschaft geschult habt. Das heißt, der Kreis wird dann dementsprechend größer oder kleiner sein. Was ich sehr, sehr cool finde, dass es jetzt wirklich auch einen direkten Einfluss darauf hat. Das kann man dann natürlich auch mal selbst für sich in Teamübungslobbys mit seinen Kumpels einfach mal austesten, inwieweit es da irgendwelche Einflüsse darauf gibt und wie das letztendlich beeinflusst wird, finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig, diese Einführung. Dann als drittes gibt es jetzt eine sogenannte weiße Linie, die immer in Blickrichtung mit eurem Panzer mitgeht. Das heißt, da wo ihr mit der Kamera oder eurem Panzer hinschaut, da ist auch geht diese weiße Linie letztendlich mit. Und diese Linie ist letztendlich eure maximale Schussweite. Das heißt, je nachdem, wie lang eure Linie ist, das Ende dieser weißen Linie zeigt an, bis wohin ihr maximal schießen könnt.
Ist ganz nett, ist eine tolle Info, bloß wie ich finde, etwas zu unkenntlich. Also sieht man sehr, sehr schlecht auf der Minikarte im Gefecht, da man ja die Karte weiterhin nicht größer oder kleiner machen kann. Was ich ein bisschen schade finde, dass man das noch nicht machen darf. Und die vierte und letzte Einführung ist der sogenannte Sichtweite-Kegel. Der ist letztendlich auch beeinflussbar durch euch. Und zwar je nachdem, wie groß dieser Kegel ist, das zeigt letztendlich eure maximale eigene Sichtweite an. Und diese Sichtweite wird nochmal vergrößert, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Scherenfernrohr mitnehmt. Und dann, sobald das Scherenfernrohr aktiv ist, seht ihr auch, dass dieser Sichtweitenkegel sich dementsprechend noch einmal vergrößert. Finde ich auch sehr, sehr optimal. Das heißt, alles, was in diesem Sichtweitenkegel von euch ist, wird auch von euch gespottet werden. Je nachdem natürlich immer, wie die Tarnwerte von euch, beziehungsweise die Tarnwerte von, in dem Fall halt von Gegner sind. Je nachdem natürlich, das spielt natürlich auch immer eine Rolle mit dabei. Aber wie gesagt, Minikarte, diese Änderungen sind einfach nur top. Und ich hoffe ganz einfach für mich persönlich, dass es nun auch so sein wird, dass die Spieler auch wirklich diese Minikarte mal ein wenig mehr nutzen und auch mal ein Auge während des Gefechtes darauf haben. Denn jeder von euch kennt die Situation, ihr fahrt irgendwo über eine Seite mit und ihr seht, okay, der Gegner kommt von dieser oder jener Seite oder steht fast vor der Basis, überlegt euch dahin und ihr wundert euch, warum eure Teammates nichts machen. Denn meistens ist es so, dass die Teammates erst dann reagieren auf den Gegner, wenn der Gegner A die Basis erobert, beziehungsweise wahrscheinlich schon zur Hälfte durchgekappt hat, oder aber wenn eure Mitspieler schon die ersten Schüsse in den Hintern oder in die Seite kriegen, erst dann wird meistens reagiert, weil die wenigsten Leute, wirklich die wenigsten mit der Karte spielen. Und ich hoffe, dass diese Änderungen dafür sorgen, dass die Leute wirklich aktiver auch mit der Karte arbeiten und die Karte auch lesen und verstehen. Ich bin da sehr gespannt, ich hoffe es zumindest, wenn ihr wisst, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Die nächste große Änderung ist natürlich die, die die Fahrzeuge selbst mit betrifft, und das sind wirklich massiv viele Änderungen. Ich habe auch den Link dazu in der Videobeschreibung. Am besten wirklich darauf gehen, sich das selber alles mal in Ruhe durchlesen. Das ist wirklich wahnsinnig viel, und ich versuche es so kurz wie möglich zu halten. Und da fällt auf jeden Fall auf, dass zum einen die chinesischen Panzer jetzt einen besseren Neigungswinkel kriegen. Vor allem die höherstufigen, da wurde das angepasst, was ich sehr, sehr angenehm finde für die chinesischen Panzer. Gleichzeitig haben auch noch der STR-1 und 2 noch einen Buff gekriegt, was das Gunhandling angeht. Sie kriegen jetzt mehr Durchschlag mit der AP-Munition, was auch sehr, sehr schön ist. Das freut natürlich jeden, wenn man mehr Durchschlag kriegt. Genauso erhalten wie jetzt schon der 131, der Tiger 131, der hatte jetzt schon die gebuffte Version der kleinen 8,8er Kanonen, und zwar der KWKL 56. Der hatte ja jetzt schon 145 mm Durchschlag im Durchschnitt, und genauso diesen gleichen Durchschlag erhalten jetzt alle anderen deutschen Panzer, die mit dieser 8,8er ausgerüstet werden können. Finde ich sehr schön, sehr angenehm, ist letztendlich wie beim PC so letztendlich gleichgesetzt. Genauso erhält der 8,8er Jagdtiger, der Premium-TT der Deutschen, erhält einen netten Buff, und zwar kriegt er jetzt mehr Geschwindigkeit, mehr Endgeschwindigkeit, nämlich ganze 10 km/h mehr. Finde ich persönlich super, denn man weiß ja im Vergleich zu anderen Premium-TDs anderer Nationen, ja, der 8,8er wurde eigentlich nie so wirklich irgendwo großartig geändert, fast eigentlich immer komplett gleich geblieben mit allem. Und ich finde es sehr gut, dass er jetzt etwas mobiler wird, weil er ist einfach im Nachteil gegenüber anderen Premium-TDs. Das ist einfach Fakt. Und dadurch vielleicht hat man jetzt auch die Möglichkeit, mit dem 8,8er jetzt mehr das Team unterstützen zu können, da ihr jetzt auch Positionen besser wechseln könnt, beziehungsweise auch die Möglichkeit habt, mit dem Team mitzuhalten, wenn es jetzt über irgendeine Seite mitfährt. Finde ich sehr, sehr gut, diese Anpassung. Also kann man absolut nicht meckern. Dazu auch, wie ich persönlich finde, sehr, sehr interessant, der Tiger 2 erhält jetzt auch den richtig netten Buff, was seine Top-Kanone angeht, die 105 mm, und zwar wird die jetzt mit den beiden verschiedenen, die ihr ausrüsten könnt, noch genauer. Vor allem die absolute Top-Kanone, die L68. Diese Kanone erhält jetzt eine megamäßige Genauigkeit, nämlich von 0,31. Ich sage mir immer so, okay, was zeichnet die Deutschen aus? Genauigkeit. Und vor allem mit ihren Kanonen, da sind sie ja wirklich absolut top, was das angeht. Und jetzt kriegt halt der Tiger 2 so noch mehr Genauigkeit mit seiner Top-Kanone. Und ich persönlich habe eher die Befürchtung, dass der Tiger 2 noch härter und übler zu einem Sniper-Panzer mutiert und den man nur noch hinten sieht und niemals an der Front. Ich lasse mich da mal überraschen. Er wurde ja vorher schon immer
oder oft wirklich nur auf Entfernung eingesetzt, dass er snipen soll. Und jetzt mit der 0,31 Genauigkeit ist er natürlich dazu prädestiniert, eigentlich nur noch auf Entfernung zu spielen, was ich ein bisschen schade finde. Aber gut, sie haben es halt trotzdem gemacht. Dazu aber, was ich auch sehr schön finde, der E75 erhält jetzt auch einen netten Buff, und zwar mit seinen verschiedenen Kanonen kriegt er jetzt auch einen besseren Neigungswinkel der Kanone, nämlich jetzt auf bis zu maximal 8 Grad kommt er. Finde ich sehr angenehm. Und auch, wenn ich noch bei den Deutschen bleibe, der PTA, der 9er Medium der Deutschen, kriegt jetzt auch ein besseres Gunhandling, das heißt, er hat jetzt eine schnellere Reload-Time und eine schnellere Zielerfassung, und gleichzeitig erhält er noch ein bisschen mehr Strukturpunkte, nämlich ganze 50 dazu. Finde ich sehr gut, denn jeder, der PTA fährt, weiß, wie nervig es ist, dass andere 9er Medium-Tanks aber eine viel bessere Nachladezeit haben und auch von der DPM her einem einfach überlegen sind. Da finde ich das sehr schön, dass der PTA dahingehend auch nochmal verbessert wird, dass die DPM nochmal draufgesetzt wird, denn der Panzer hat schon keine Panzerung an sich, und den muss man sowieso sehr, sehr vorsichtig und passiv spielen, und jetzt dadurch quasi die Schwäche bleibt gleich bei diesem Panzer, nämlich seine nicht existente Panzerung, aber gleichzeitig erhöht man die DPM dieses Panzers und damit stärkt man seine Stärke ein wenig, was er eigentlich haben sollte, nämlich die Kanone, und lässt die Schwäche gleich. Finde ich sehr gut, diese Änderung. Also genau richtig. Genauso hat man es letztendlich auch beim M48 Patton, dem 10er, gemacht. Der Amerikaner, der kriegt auch eine höhere DPM, da er jetzt eine schnellere Einzielzeit und auch eine schnellere Reload-Time kriegt. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ansonsten im Großen und Ganzen, was aufgefallen ist, ein Großteil der Panzerjäger, der TDs im Spiel, haben den Sichtweiten-Nürverhalten. Da wurden die Sichtweiten mal mehr, mal weniger herabgesetzt. Ich persönlich finde diesen Schritt genau richtig. Also ich glaube, am übelsten hat es wohl mit den T40 erwischt. Bei dem hat man nicht nur die Sichtweite massiv runtergesetzt, nämlich von standardmäßig 400 auf 310 Meter, sondern hat auch den Geschützneigungswinkel massiv herabgesetzt. Aber gut, ich persönlich, meine Meinung dazu, niedrigstufigere Panzer sollten keine 400 Meter Standardsichtweite haben. Das soll wirklich nicht sein. Das sind immer noch niedrige Stufen. Alle anderen Panzer auf diesen Stufen haben wahnsinnig kleine Sichtweiten. Warum sollten die TDs so eine gefühlt wie in Stufe 10 Panzer eine Sichtweite haben von 400 Metern? Das ist unnötig und genau richtig, diese Anpassung. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Streitpunkte oder Aufschreie im Forum dazu, dass die 20 Panzer unspielbar wären ohne Sichtweite. Muss ich aber sagen, Leute, beruhigt euch. In den höheren Stufen, bei vielen sind da bloß 10 Meter weggekommen. Oder gut, beim Rheinmetall etwas extremer sind es 40 Meter, aber dennoch, so viel sei gesagt, ihr habt weiterhin die Möglichkeit, aus der zweiten, dritten Reihe ganz normal zu agieren mit euren Panzern. Und ihr habt auch weiterhin noch Panzer, die für euch spotten, für euch aufklären, dass ihr Schaden machen könnt. Zum Beispiel Rheinmetall, genau richtig, 40 Meter weniger. Das Ding hat einen massiv krassen Tarnwert. Warum soll der auch noch belohnt werden, dass der sich am besten auf ins hinterste Eck an die Webgrenze stellen darf, ohne aufzugehen, und der Gegner muss bis auf 50 Meter auf euch ranfahren, um euch überhaupt zu spotten? Finde ich genau richtig, dass da die TDs nicht noch so eine extrem krasse Sichtweite haben, weil es gleichzeitig noch den Lights ermöglicht, vielleicht wieder ihre Eigenschaft, für die sie da sind, nämlich zum Aufklären der Gegner, dann eher wieder nachkommen können. Problem bei der Sache ist, dieser Nerf der Sichtweiten für die TDs ist leider nichts Halbes und nichts Ganzes, denn wenn man schon die Sichtweiten der TDs herabsetzt, müsste es auch für die anderen Panzerklassen mit geschehen, dass die Scouts wirklich ihrer Rolle des Aufklärers gerecht werden können. Ich bin gespannt, was da noch kommen wird. Auf jeden Fall, wie ich finde, der richtige Weg in die richtige Richtung. Und an die, die sich darüber aufregen, seht es entspannt. Wenn ich sehe, dass ein 10er Panzer 10 Meter weniger Sichtweite geht, interessiert das einen Scheißdreck. Wirklich, es interessiert mich. Die 10 Meter weniger, die spürt ihr noch nicht einmal im Gefecht. Also dahingehend, keep cool, Leute. Das ist an sich sehr, sehr gute Änderung, was das angeht. Ansonsten gibt es natürlich noch jede Menge weitere Änderungen. Zum Beispiel kriegt der KV-4 auch mehr Strukturpunkte und ein besseres Gunhandling, und auch andere Panzer wurden dahingehend nochmal angepasst, verbessert oder verschlechtert. Wie gesagt, schaut euch diese Patchnotes nochmal im Einzelnen an, welche Panzer das betrifft, ob es euch betrifft mit euren Panzern. Es ist wirklich so wahnsinnig viel, dass man das gar nicht alles einzeln aufnehmen kann oder erklären kann. Das muss einfach jeder selber sich mal in Ruhe durchlesen. Ja, die Physik, die neue, muss man sich auch erstmal drauf einstellen.
Jetzt kommt man natürlich auch an neue Areale auf Karten, aber auch nicht überall hin, denn einige Areale bleiben trotzdem weiterhin gesperrt durch sogenannte unsichtbare Wände. Das sieht man hier in dem Clip, den ich mit meinen Jungs mal gemacht habe, dass einige Areale einfach tabu bleiben. Aber nichtsdestotrotz habt ihr jetzt auch die Möglichkeit mit der Nutzung der Handbremse, und zwar müsst ihr euch dann überlegen, wie ihr das einstellen wollt. Dazu habt ihr jetzt auch unter den Optionen, unter Steuerung jetzt neue Möglichkeiten, die Handbremse dementsprechend auf einer Taste zu belegen, wie ihr es dann am besten haben wollt. Da habt ihr mehrere Auswahlmöglichkeiten. Ich persönlich spiele mit dem mit der Option der Standardsteuerung, und dabei habe ich die Handbremse auf dem Steuerkreuz unten. Kommt damit am besten klar, aber das muss jeder für sich selber wissen. Aber gleichzeitig jetzt mit dieser neuen Physik verhält sich auch das Fahrzeug jetzt ein wenig anders, vor allem alles, was etwas schneller fährt. Man merkt es einfach am Handling, wie man fährt. Es fühlt sich ein bisschen manchmal an, als würde man jetzt auf rohen Eiern fahren. Man kommt da ziemlich schnell ins Schleudern. Und wie gesagt, jetzt mit der Möglichkeit, jetzt neue Areale zu kommen, aber auch jetzt, dass der Panzer sich überschlagen kann oder auf dem Dach liegen kann, muss man natürlich jetzt ein Stück weit mehr aufpassen, obwohl es dabei immer noch die Möglichkeit gibt. Die haben sie gelassen. Wargaming, sobald ihr auf dem Dach oder auf der Seite liegt, geht ein Timer los, und nach Ablauf des Timers werdet ihr wieder normal richtig in eure Ausgangsposition zurückgesetzt. Ich persönlich halte nichts davon, für mich ist das ein reiner Deppenschutz, denn wenn man schon blöd fährt, dann ja, muss man auch dafür bestraft werden. Aber gut, vielleicht werden sie es noch ändern, und es ist jetzt nur am Anfang so eine Art Test, dieser sogenannte Deppenschutz, den wir da jetzt haben. Aber ansonsten habt ihr jetzt trotzdem die Möglichkeit, im Gelände bei einigen Karten sehr, sehr lustige Dinge zu vollführen. Denn zum einen habt ihr jetzt natürlich die Möglichkeit, an tolle Areale zu kommen auf der Karte und euch einen schönen Überblick zu verschaffen, vielleicht auch taktisch gesehen mal was Neues, und dann auch sehr, sehr schöne Selfies machen können, ob nun von den Spitzen bestimmter Berge, und die Aussicht genießt oder aber auch auf die Idee kommt, ein wenig Bergziege zu spielen oder auch eine Art Gipfelstürmer à la Messner. Je nachdem habt ihr auf jeden Fall sehr, sehr lustige Momente. Aber dazu werde ich, wie gesagt, nochmal auch ein einzelnes Video zu den Physics selbst nochmal mitmachen im Laufe der nächsten Woche, so dass da vielleicht für den einen oder anderen ein wenig mehr Klarheit besteht. Und ansonsten, was den Patch angeht, natürlich, was ich schon am Anfang mit erwähnt hatte, gibt es natürlich noch ein paar Anpassungen und Fehlerbehebungen, sowie jetzt neue Kartenvarianten, wie zum Beispiel LH Luftkrieg oder auch die überarbeitete Version jetzt, die HD-Version von Minen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, und ich muss auch sagen, im Großen und Ganzen ist dieser Patch wirklich gelungen, also absolut top, kann man sich nicht beschweren. Natürlich gibt es da und dort immer ein paar Kritikpunkte. Für mich persönlich der Kritikpunkt, dass der Patch an sich noch sehr, sehr verbuggt ist. Zum Beispiel jetzt nach dem Patch hatte ich jetzt mehrfach jetzt schon Abstürze des Spiels gehabt bei Zugeinladungen oder auch wenn man aus dem Gefecht wieder zurückkommt in die Garage. Finde ich noch ein bisschen schade, aber das hatten sie auch von vornherein schon angekündigt, dass es zu Fehlern kommen kann und man diese Fehler auch jederzeit gern melden kann, sodass dann möglichst bald die Bugfixes kommen seitens Wargaming und wir dann wieder ganz klar und flüssig uns auf das Spiel freuen können. So viel zu dem ganzen Thema Patch, ein wenig in Kurzform. Wie gesagt, in der Videobeschreibung findet ihr nochmal alle einzelnen Änderungen komplett in der Übersicht, und da bitte ich euch wirklich einfach, das euch selbst in Ruhe nochmal durchzulesen, denn es ist wirklich Tonnen an neuen Informationen. Und jetzt natürlich noch mit Ausblick auf das, was kommen wird, denn viele haben ja nach einer neuen Panzerlinie geschrien. Und ja, kurz nach der Veröffentlichung von Patch 3.5 ist es nun also geschehen. Und zwar am 13. Februar werden wir dann die beiden tschechischen Linien, die Lights und Mediums, begrüßen dürfen. Ich freue mich schon riesig drauf, diese neuen Linien testen zu können. Und auch ab nächster Woche werden wir schon mal einen tschechischen Premium-Panzer sehen können. Und zwar kommt der Skoda T40, das wird ein Stufe 6 Panzer, ein mittlerer Stufe 6 Panzer werden, mit der sogenannten Heldentarnung. Das heißt, es ist auch so eine Art Heldenpanzer wie jetzt der Liberty, der Knight oder auch der Freedom, mit der tschechischen Nationalflagge sozusagen verziert. Wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Panzer, denn seine Werte, die kann man auch schon mit einsehen auf der WOT-Konsole-Seite, die Werte sprechen wirklich für ein richtig starkes Gefährt, und vielleicht werde ich ihn wohl auch noch holen, da würde ich auch direkt, sobald ich ihn habe, ein Video natürlich mitzumachen und den nochmal im Einzelnen vorstellen, und ob sich der Kauf überhaupt lohnt zu dem Ding.
Und ansonsten, was noch mit dazu kommen wird, ein neuer erspielbarer Panzer, und zwar die IS-3A, aber dazu folgen dann auch in Kürze nochmal neue Infos. Ansonsten war es das von meiner Seite. Vielen Dank wieder fürs Einschalten. Wir sehen uns sozusagen dann spätestens dann wieder bei mir auf meinem Twitch-Kanal oder bei meinen Kollegen dann zu den jeweiligen BCL-Spielen. Die vierte Spieltagwoche läuft ja jetzt bereits schon und am Wochenende stehen dann schon wieder die nächsten Partien im Haus. Also ich hoffe, ihr schaltet wieder ein und ansonsten entspanntes Zocken. Nutzt den Tank Bowl, der läuft ja auch aktuell noch. Holt euch die Punkte und vielleicht auch den Heldenpanzer, den Panther 5M10. Und ansonsten bei Fragen, Anregungen, Wünschen, Kritik, was auch immer, haut's in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall immer darüber. Und bis dahin, Leute. Ciao, ciao.